Guten Morgen, Freunde, zu Tag 47. Und schaut mal mein neues T-Shirt an. Fellow Traveler, der Mitläufer. Das war von der Bar, wo wir vorgestern waren, wo wir die Tacos gegessen haben. Und ich weiß nicht, weil ich ja 7 Tacos gegessen habe, was ich eigentlich nicht viel finde, bin ich an die Bestenliste gekommen und habe ein T-Shirt bekommen. Und jetzt haben wir gerade schön gefrühstückt. Ich habe ein bisschen geduscht. Jetzt fühle ich mich wieder frisch. Und jetzt gleich werden wir losfahren. Oh, guck mal hier. Oh, die haben das Zelt auf dem Dach aufgebaut. Was wir da damit machen? Hm? Nicht heute. Aber wir fahren jetzt gleich einkaufen, denn wir fahren gleich zum Grocery Store. Und fahren nochmal zu REI. Und da nehme ich euch natürlich mit. Und ich komme mir gerade vor, ich habe jetzt auch so eine schwarze Hose an, wie ein BVB-Spieler. Okay, dann kommt mal mit. So, wir fahren heute nicht mit Ihrem Wagen, wir fahren heute mit einem anderen Wagen. Wir fahren heute mit dem roten Wagen und Andy sagte, hey Marian, would you like coffee for go? Coffee to go? Ich sag, ey, ihr seid einfach so cool. Und jetzt geht's. Los. So, das ist das Haus von Andy und Rachel und sie hat jetzt gerade noch mal ihre Sticker vergessen für ihre Windschutzscheibe, dass sie ihre Versicherung hat. Guck mal die Scheibe und sagte, ja, das ist hier eins mit der höchsten Probleme in Colorado, weil hier fliegen so viele Steine rum und guckt euch mal hier hinten, da weht natürlich die amerikanische Flagge. Da weht die Colorado-Flagge. Super, das müsste ich auch mal zu Hause eigentlich einführen. Ja, und jetzt gleich geht es los nach REI. Hamburger Stands. Wir waren gerade in Downtown von Englewood. Rachel sagt, macht keinen Sinn, jetzt gerade auszufahren, weil so viele Ampeln sind. Wir fahren jetzt gleich links und wenn wir links fahren, habe ich gerade schon gesehen, da gibt es einfach so viele Berge und die sind so schneebedeckt. Aber das ist einfach der Wahnsinn, dieser Ausblick. Das müsst ihr euch gleich mal reinziehen. Gucken wir mal, ob man das jetzt schon sehen kann. Ah ja, da sieht man schon mal so ein bisschen. Was seht ihr das da hinten? Ja, da kommt es ja langsam. Wow. That's the university. Ah, okay. The little church? Like, mm-hmm. Like, looks like a church? Yep, that's the university. Okay. Mal diesen langen Anhänger an. Das ist ja einfach auch wieder der Kracher. Wie lang der einfach ist. Und dann wird der nicht hinten an der Anhängerkupplung gemacht, der wird oben in dem Truck auf der Ladefläche quasi verankert. Ich finde das einfach. Warum haben wir das nicht zu Hause? Das ist doch einfach richtig cool. Okay, da fahren wir nächste Woche hin. Sorry. Oh, no, it's okay. It's traffic. Da, Leute, guckt euch mal die Bergketten an. Ist das Hammer? The mountains, yeah. So that's Long's Peak. Those are 14ers. Wenn die 14ers sagt, meint sie 14.000 Foot Elevation. Das ist über 4.000 Meter. Ja. Oh, bisschen Traffic. Und seht euch mal die Ampeln an. Die stehen hinter der Kreuzung. In Deutschland stehen die vor der Kreuzung. So, Leute, nochmal hier diese Bergkette. Unbeschreiblich. Guckt euch das mal an. Wir sind auf dem Highway und im Hintergrund seht ihr diese richtig tollen. Ey, ist das einfach. Das ist doch einfach richtig cool. Also, Denver ist schon eine richtig, richtig coole Stadt. Ach, guck mal, da sind wir Denver nochmal. Da fahren wir gleich rein. Gerade auf dem. Is it an interstate or a highway here? This is an interstate. Interstate, okay. This is, yeah. Very large interstate connects many states. Ah, okay. Ah, that's a stadium. Is it a baseball stadium or football? Football. American football? Okay. I'm gonna get around this truck okay. So you can film better. There we go. We go around this truck and before us is a truck too. We will go
next to the stadium. A lot of industry in Denver, close to the city. Leute, hier gibt es auch Busch Gardens. Das gibt's doch gar nicht. Oh, da. Ist das cool, mitten in Denver? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja alles. Wie cool ist das denn, wenn es in Dortmund einen Freizeitpark in der Stadt geben würde? Wie cool wäre das denn? Oder irgendwie im Ruhrgebiet. Ich meine, gut, wir haben das Movie World. Aber das ist ja auch This cool. is the Children's Museum. Take exit to okay. to 20th ah. Avenue. The children can climb up there. Cool. Is it inside the Busch Gardens theme park? No, it's a museum. Ah, okay. But every couple of months they sell tickets to adults. Mm-hmm. And you can bring alcohol and play in the jungle gym. Oh, wow. Wirklich richtig cool. Mitten in der Stadt gibt es Busch Gardens. Wahnsinn. Oh, guckt euch mal den Jeep an. Ich finde das ja so geil. Der hat vorne ist ja eingedrückt. Wie geil ist das denn? Und der fährt ohne Fenders rum. Ich möchte auch ohne Fenders rumfahren. Richtig cool. Aber nein, der deutsche TÜV meckert, wenn das, weiß nicht, einen halben Millimeter drüber steht. Oh Mann. Ich liebe einfach Jeeps. Sind die nicht cool? Und wir gehen jetzt. Janosch hat gerade angerufen. Wir gehen jetzt zu REI. Yeah! Leute, bei bestem Wetter. Boulder. Yeah? You can boulder on it. Okay. And then under here, you can kayak. On the river. Oh, yeah. Das ist einfach. Unter der Brücke ist der Fluss und da kannst du Kajak fahren und wir gehen jetzt hier. Hallo. In the big outdoor show. Leute, wir sind jetzt hier im REI Store in Denver und dieser Laden ist einfach unfassbar groß. Das ist der Wahnsinn. Das ist viel, viel größer als Albuquerque. Und jetzt probiere ich einfach mal ein paar Schuhe an. Und zwar, nee, nicht den. Gerade probiere ich den an. Ein Salomon bla bla bla. Der ist zwar nicht ganz extrem hoch, aber der fühlt sich an, als wenn der sehr hoch wäre. Hiermit habe ich schon eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Wir können ja mal direkt den Test machen. Ja. Wobei der gibt natürlich noch mehr Halt. Und so, das ist hier die Schuhecke. Wir sind in der letzten Ecke von REI. Hier gibt es nur Trekking-Schuhe, Laufschuhe. Das sieht jetzt zwar sehr klein aus, wir gehen gleich mal weiter. Ich zeige euch mal, wie riesig dieser Laden ist. Riesig groß. Und ich habe noch einen anderen Schuh hier. Und zwar der hier. Den finde ich auch ganz cool. Der hat auch mehr Cushions, mehr Protection vom Untergrund. Und der ist nur water resistant, nicht waterproof. Gibt ein bisschen mehr Wasserschutz, aber wenn der waterproof ist, dann hat er zu viel, weil dann trocknet der nicht von alleine. Und jetzt probiere ich noch einen dritten Schuh. So, ich habe jetzt gerade noch mal den Ultra Timp 4 ausprobiert. Ich glaube, den kann ich mir richtig gut vorstellen für Wyoming. Der ist mir hier ein bisschen zu soft von der Unterlage her. Ich brauche ein bisschen mehr Halt, aber der ist richtig cool, glaube ich, für Wyoming. Den muss ich mir auf jeden Fall merken. Und Rachel sagt zu mir, ich brauche den, wenn ich den gut finde, den mit Waterproof oder den. Also da entscheide ich mich jetzt zwischen. Ich gehe jetzt hier nicht mehr nach hier coolem Aussehen oder was weiß ich noch. Ich möchte gerne eine weite Zehenbox haben. Und ja. Und da entscheide ich mich zwischen den beiden. Ne? Also beide fühlen sich cool an. So Leute,
Schuhe, aber sieht sie gar nicht. Schuhe sind eingekauft. Und. No, it's okay. Oh, you wanna hold it open so you can film it? No, it's okay. Schuhe sind eingekauft. Und jetzt gucken wir nach einem neuen Tracking-Shirt. Nicht für mich, sondern für Andy. Andy hat am Montag Geburtstag. Und ich möchte ihm was zum Geburtstag schenken. Guck mal, oben gibt's was. Unten gibt's auch was. Und es geht da hinten noch richtig weit. Jetzt gehen wir erstmal zu den Shirts. Oh, die Jacke sieht ja gut aus. This jacket. What is this jacket? Oh, yeah. Cotopaxi. Ach, this is a rain pant. They're so nice. It's for wind. Ja, wind pant. Oh, das finde ich ja schon geil. Die Farben finde ich geil. Ja, ich weiß, Leute, ich stehe auf so eine Farm. Ich finde das richtig cool. So, und wir gucken jetzt nach dem Shirt für Andy. Ach, guck mal, da könnt ihr schon mal da durchsehen. Gibt es der Bowlerhalle? Ach, da gibt es so viel. Ich zeige euch das gleich nochmal. Richtig mega, 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 mega. So, jetzt waren wir gerade hier im Clearance-Bereich, so eine Art Sale-Bereich. Da haben wir nämlich jetzt nochmal eine richtig coole Short für mich gefunden. Und Rachel hat sich auch eine richtig coole Short noch mitgenommen. Und guckt euch das mal an. Da hinten gibt es Fahrräder. Das ist hier eine Seite für Frauen. Hier geht es auch nochmal runter zu Fahrrädern. Da geht es nochmal in die andere, in den anderen Bereich. Es ist einfach so riesig hier, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wir haben hier Sale. It's Sale Time. Why? Because of Memorial Day? Or? That's always a Sale Section. Oh, always Sale Section. Okay. So, jetzt gehen wir mal runter und dann zeige ich euch mal den großen Bereich. Wahnsinn, ey. So Wahnsinn. Gibt's alles. Es ist wie eine Art Globetrotter oder ja, so ungefähr. Hier gibt's alles, Leute, alles. Das ist der Wahnsinn. Da steht jedes Outdoor-Herz höher und in der Mitte könnt ihr ein bisschen klettern. Wahnsinn. A hat for you. There's the hat. This is the hat? No, it's a different hat. Okay. I think I'll order it online. Kayaking. Alter, hier ist alles Stand-up Paddling. Ursex, everything. Looking for beer spray. Ah, cool. I have the beer horn. Ja, beer spray. Bärenkanister. Gibt's hier. Hier gibt's nochmal Bärenkanister. Hier gibt's, ja, was man halt so braucht im Wald. Oh, sunglasses. Die sieht ja auch geil aus. Heute ist einfach riesig, riesig hier. Okay. So Leute, jetzt haben wir gerade geshoppt. Wir stehen an der Kasse. Rachel bezahlt gerade ihren Part. Ich habe jetzt erstmal auch vieles eingekauft. Und ihr wollt gar nicht hören, für wie viel Geld ich hier geshoppt habe. Ich habe mir jetzt ein paar neue Schuhe für Colorado gekauft und ich fand da ein paar Schuhe für Wyoming schon, wenn die durch sind, fand ich so cool, weil das werden nicht meine letzten Schuhe werden, habe ich direkt schon mal neue Schuhe gekauft und auf Rat von Janosch vom Tiger Duck habe ich mir nochmal eine aufblasbare Matte geholt für die kalten Nächte hier und ja, ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Euro. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare mal schreiben unten, für wie viel Euro ich mir gerade was gekauft habe hier. So Leute, wir sind jetzt hier bei Snarf Sandwiches und holen uns gerade unser Mittagessen. Und guck mal hier, was wir da für coole Auswahlmöglichkeiten an Sandwiches es gibt. Wir nehmen uns den Italian Sandwich, den Tuna and American Cheese und Artichoke and Feta. Da läuft schon das Wasser im Mund zusammen mit ganz vielen Toppings.
und Rachel ist hier an der Station und wir nehmen es mit und essen es zu Hause, denn Andy bekommt auch ein Sandwich. So, das sind unsere Sandwiches und jetzt geht's ab nach Hause. Coco möchte eigentlich mein Sandwich haben, aber ich gebe ihr nicht mein Sandwich. Mein Tuna-Sandwich. Nein. Jetzt lasse ich es mir erstmal schmecken. Ich bin natürlich so verfressen und habe mir natürlich noch ein zweites Sandwich geholt. Mit Artischocken und Avocado. Das Sandwich ist so lecker. Oh, ich könnte mir das nicht vorstellen. Richtig gutes Sandwich. Und das Wetter, Leute. Das Wetter ist hier der Wahnsinn. Total warm, nicht zu heiß. Die Nachbarschaft sieht aus wie im Film. Weiß nicht, hier läuft Arnold Schwarzenegger rum, keine Ahnung. Und du fährst hier, weiß nicht, zwei Straßen weiter, dann hast du hier so eine richtig schöne kleine Szene-Stadt an sich mit richtig coolen Bars, Restaurants und alles anderen. Und wir sind, weiß ich, wie lange sind wir gefahren? 20 Minuten bis in die Innenstadt von Denver. Da ist ein Theme Park, hier so ein Freizeitpark in der Stadt. Das sieht aus, ein richtig toller Fluss. Da kannst du raften, da kannst du entspannen. Denver ist einfach eine richtig coole Stadt. Wirklich, richtig gut. Bye! So, die beiden, die gehen jetzt essen, weil Andy hat nämlich am Montag Geburtstag und Rachel hat ihn jetzt zu einem richtig guten Sterne-Restaurant eingeladen. Und jetzt werden die beiden erstmal richtig schön essen gehen. Die haben sich richtig schön schick gemacht. Und ja, jetzt verabschiede ich die hier. Ich sitze übrigens hier in einem Stuhl vorm Haus auf der Veranda und verabschiede die jetzt. Bye! Das ist so cool, das ist so cool, ey, wirklich. So cool. So, warte ich kurz. Ja, okay. Die haben nämlich 4 Autos. So, bye bye, enjoy! Oh, cool, ich finde das so cool. Ja, und jetzt mache ich es mir gemütlich. Warte mal, ich mache das mal so, dann sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Und jetzt mache ich es mir hier gemütlich. Nein, ich mache es mir hier nicht gemütlich. Ich werde gleich auch was essen gehen, weil Englewood Downtown ist gar nicht so weit weg. Sind 2 Blocks entfernt, wahrscheinlich so 1 Kilometer oder so. Und da gucke ich einfach mal, was es da so gibt. Bummel so, was heißt bummeln? Ich gehe ein bisschen rum, gucke einfach mal und dann lasse ich es mir auch mal schmecken. Ja. Machen wir das so. So, ich habe mich jetzt, was heißt fertig gemacht? Ne, fertig gemacht habe ich mich eigentlich nicht. Ich habe meinen Fuß fertig gemacht. Hahaha. ich gehe jetzt gerade los und gehe mal hier so die Downtown Street gleich runter. Guck einfach mal, was da so für coole Restaurants gibt. Und ja, bin ich mal ganz gespannt. Das leckeres Essen und ich habe Andy und Rachel eine kleine Überraschung bereitet. Richtig nice. Verrate ich noch nicht, verrate ich gleich erst. Ich hoffe, es funktioniert, aber bisher kam noch kein Rückruf. Es müsste eigentlich funktionieren und das verrate ich euch gleich erst. Also, ich gehe jetzt noch ein bisschen hier gleich diese Downtown Street runter. Und dann gucken wir mal, wo es hingeht, okay? Leute, schaut euch mal das Panorama an. Denn wenn ich jetzt hier mal ein Stück rauszoome oder rauszoome und wieder reinzoome. Die Berge, ne? Alter, geil. Das ist doch so genial. Also wirklich, die leben hier wirklich. Also das ist es. Das könnte ich mir auch hier richtig gut vorstellen. Das ist einfach genial. Mega.
Leute, ganz toll. Ja, hier wachsen so große Blumen. Oh, da wächst doch noch eine Blume. Ja, und Englewood, das ist wie so eine kleine Szeneviertel. Ich finde es richtig süß. Die Bars, die Restaurants. Ich bin jetzt gerade hier mal so ein bisschen rumgegangen. Und ich glaube, ich werde mal in die Brewability, oder wie das heißt, gehen. Oh, jetzt habe ich es bestimmt falsch ausgesprochen. Scheiße. Ich glaube, da können nur Handicap-People arbeiten. Und ich bin ja ein Handicap-Man. Und ich glaube, nur ich darf da essen. Nein, total richtig süße Kleinstadt. Ich finde das, also Vorstadt, finde ich echt richtig nice hier. Wirklich richtig cool. Also wenn ihr mal in Denver seid, richtig, richtig, richtig cool. Kann ich auch wirklich jedem auch empfehlen. Nein, falsche Seite. Brewability. Ja, ich habe es richtig ausgesprochen. Hoffe ich. Ich glaube. Und da gehe ich jetzt mal rein. Da bin ich mal gespannt. In der Brewability, da kannst du dein Bier oder deine Sachen bestellen in Gesten, also in Gebärdensprache. Oh, ne. So, die Pizzen, die sind einfach sowas von cool. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir nämlich die Spinat-Pizza ausgesucht. Richtig cool. Ich finde das so richtig nice. Und cool ist, hier gibt es Live-Musik. Und ich habe eine riesen Spinat-Pizza. Sehr riesig. Und ein Bier. So lässt sich doch leben, oder? Richtig cool. Zwar bin ich heute alleine hier, aber ich wollte euch ja erzählen, welche Überraschung ich für Andy und für Rachel hatte. Und zwar habe ich so bewusst hinterm Rücken gefragt, in welchem Restaurant sie essen gehen. Und das habe ich mir natürlich gemerkt. Und ich habe dann quasi, als sie weg waren, habe ich beim Restaurant angerufen und habe gesagt, hey, ihr habt um 18 Uhr habt ihr auf dem und dem Namen eine Reservation. Ich bin ein Freund von den beiden und ich würde mich riesig freuen, wenn das klappen würde. Und zwar habe ich da angerufen und habe gesagt, ist es möglich, wenn ich meine Kreditkartennummer bei euch hinterlege, ihr zwei Gläser Champagner dann den beiden serviert mit einem lieben Gruß von mir? Und da habe ich gerade ein Bild von denen zurückbekommen, die haben sich so gefreut. Aber ist so geil. Also ich gönne denen da wirklich alles. Das ist schon richtig cool. Das ist ein Geben und Nehmen einfach. Das finde ich echt richtig cool. Ja, ich kann ja nach diesem Clip, blende ich mal ein Bild ein von dem Gruß. Und ja, und ich lasse mir jetzt auf jeden Fall die Pizza schmecken. Richtig cool hier, wirklich. Leute, jetzt bin ich aber voll, das war ja ordentlich. Soll ich euch was verraten? Sowas geht immer noch rein. So, total voll gegessen, total happy, humpel ich jetzt nach Hause. Und wisst ihr, was mir dabei einfällt? Ich habe schon lange keinen mehr gegrüßt. Gut, ich wollte eigentlich nur Leute grüßen, wenn ich wandere und wenn irgendwelche Sections so ein bisschen langweilig sind, dass ich mir so die Zeit vertreibe. Aber heute haue ich noch mal so ein paar Grüßungswünsche, Grüße raus. Ja, Grüße, das ist das Wort. Und ich grüße nicht irgendwen, sondern heute grüße ich alle Männer. Heute ist in Deutschland Vatertag und da geht es auf jeden Fall erstmal einen riesen, dicken, fetten Gruß an meinen Vater, an den Werner. Zwar nicht beinhart, aber sei gegrüßt, fühl dich umarmt und natürlich auch an meinen Stiefvater, an den Manni, auch hier, fühl dich gedrückt. Wir haben ja schon telefoniert zusammen, aber jedenfalls nochmal ganz, ganz herzlichen Grüße. Auch ganz herzliche Grüße an meinen Opa, an den Jürgen. Ne? Ganz liebe Grüße nach Herrn, fühle ich auch gedrückt.
Ja, das könnte ich eigentlich so weitermachen. Deshalb halte ich mich mal so ein bisschen kürzer. Also, richtig fette Grüße auch an meinen Schwager Daniel. Woo! Grüße in Sauerland. Bam! Und weitere Grüße an meinen Onkel Andreas zum Vatertag. Liebe Grüße nach Bilmerich. Und natürlich auch ganz herzliche Grüße an meinen Chef oder an meine beiden Chefs, the bosses, an Tommy, an Thomas aus Lünen. Bestimmt kennt ihn jeder. Und natürlich auch an Freddy, an Fred. Seid gedrückt oder fühlt euch gedrückt. Ganz, ganz liebe Grüße auch von mir nach Lünen. Weiter geht's mit meinem Lieblingsnachbarn, auch wieder mit Thomas. Du hilfst mir wirklich aus jeder Situation mit meinem Auto und deshalb fühle ich auch gedrückt, beziehungsweise ganz, ganz liebe Grüße nach Dortmund, Thomas. Und ja, dann auch an meine Kumpels, wie zum Beispiel den Dirk, der ist frisch Papa geworden und der ist auch, also fühle ich gedrückt, genauso wie mein Kumpel Max mit deinem Sohn Moritz. Also fühle ich auch gedrückt. Liebe Grüße an die Herrenrunde, ihr beiden, Dirk und Max. Jetzt gehen auch nochmal Grüße raus nach Carmen Mädler in die Welt. Bam. Also an Bernd, dir auch. Alles Gute zum Vatertag. Natürlich auch Grüße nach Köln. Und zwar zu Markus mit der Bikestation. Bäm, wollt ihr ein Fahrrad kaufen? Dann geht auf jeden Fall zur Bikestation nach Köln. Da auch ganz fetten Gruß nach Köln. Warte mal, jetzt muss ich gucken, muss ich hier die Ampel? Ne, die Ampel muss ich nicht drücken. Er muss einfach hier warten. Ja, dann auch noch einen ganz lieben Gruß an den Mann, der euch jederzeit immer einrenken wird. An Ali aus Lünen. Hör mal, Ali, ganz, ganz liebe Grüße. Du bist auch ganz frisch Papa geworden. Das fühle ich auch gedrückt. Und auch natürlich liebe Grüße an die Family. Genauso wie den Captain aus Carmen Mädler. Woo! Also dich auch. Ganz, ganz liebe Grüße an deine zwei Sprösslinge. Und natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße ins Saarland, an unseren Florian, an Theo. Also, dir auch ganz, ganz liebe Grüße. Alles Gute zum Vatertag. Und ich lasse jetzt nochmal ganz, ganz liebe Grüße nach, ich mach mal so, Oberhausen. Wer wohnt in Oberhausen? Kai, hör mal, du Rakete. Wir trinken irgendwann nochmal ein Bier zusammen. Also, fühle ich gedrückt. Dir auch ganz, ganz, oder ganz liebe Grüße zum Vatertag. Ja, habe ich irgendjemanden vergessen? Ich habe bestimmt Leute vergessen. Sorry, das kommt so aus dem Kopf raus. Von daher, nimmt es mir nicht übel, wenn ich jemanden vergessen habe. Ich hoffe, ich habe alle in meinem Kopf. Gibt natürlich auch viele. Ich will alle grüßen. Also, ganz, ganz liebe Grüße an alle Väter da draußen. Und hier ist eigentlich ja kein Vatertag. Vatertag ist hier erst in 2 Wochen. Vielleicht kommt da nochmal neue Grüße raus. Also, ich wünsche euch was. Jetzt humpel ich weiter nach Hause.